Alter. Giftkörper. Ja. Und der erhöht seine Stats auch weiterhin. Das mag ich gerade überhaupt nicht. Okay, jetzt sind sie weg. Schon hat ein bisschen was abbekommen. Ein Luxtraunt und ein Jurong. Holy shit, man. Luxtraunt, kriegst das ab. Also die macht Eis schon. Blättertanz. Holy shit. Ja, ich bin tot. Goddammit. Oh, gee, fucking. Ich hol lieber den Bizeps rein. Der Bizeps, weißt du, was der Bizeps macht? Der macht jetzt einen Nassschweif auf den Jurong. Und der Eissturm macht den Rest. Bäm. Lief doch alles super tipptopp. Okay, das ist der richtige Weg. Manchmal mal den richtigen Weg zuerst. Ich möchte auch nicht den richtigen Weg gehen. Oh, Item. Doppel-Elixier. Sonst nichts. Und das führt mich dann zum letzten Item. Ein Protein. Okay, dann machen wir mal den letzten Kampf hier. Yay. Hallo Cyrus. Ja, kämpf mit mir. Ach, selbe Turbos, noch nicht die Alga oder was, wie auch immer. Nee. Oh, Epic Boss Battle Musik. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Okay. Nein! Vom Hypertrank. Damn it, you bitch. So, mit dir. Skorgler. Sehr schön. Igelava. Kriegt auch einen Vollschwung. Goddammit. Mega Kick. Kampf-Pokémon. What the? What the fuck? Mir egal. So. Kommt halt der Bizeps rein und macht den Rest hier. Bam. So. Wow, du bist wahnsinnig stark. Ja, klar. Zur Belohnung krieg ich ein. Warum schenkt der Bösewicht mir zur Belohnung einen Meisterball? What the fuck? Oh, du hast gut gekämpft. Hier kriegst du einen Ball, damit du jedes Pokémon fangen kannst. Damit du uns noch mehr racken kannst nächstes Mal. Keine Ahnung, wie wir jetzt sind. Aber hier komme ich nur zu seinem. Zu seinem. Spielt den Diktator. Wir müssen eine Wand machen! Haha! So, weg damit. Oh, hier ist noch ein Item. Noch ein Meisterball. Nee, eine Top-Genesung, schade. Unsere Taten, bla bla bla. Oh, ganz schön gruselig hier. Der geheime Pornokeller. Oh, dem. Shelf ist hier eingesperrt. Mit den Augen zugekniffen. Oh, noch ein Kampf. Ups. Ups, ups. Egal, sollte alles super sein. Nachtrieb. Goddamn. Halt, Nassschweif. Warum muss ich mal einen Nassschweif einsetzen? Goddammit. Krass. Nassschweif. Nassschweif. Schmeichler. Oh, goddammit. Danke. Ja, ich bin verwirrt. Ich möchte dann lieber dich reinholen. Du hast ja ein schönes siebenfaches Läuterfeuer. Easy. Warum machst du keinen Schaden? Wäre das nicht effektiver? Oh, wow. Zitrone. Ladestrahl. Fuchtler, Alter. Ich komme auch nicht mehr drauf klar. Oh, 44. Alter, guck dieses Stat-Zuwachs an. Mm. Warum bist du so stark? Hier, kriegst du einen Meisterball. Oh, du hast mich besiegt, jetzt darfst du den Knopf drücken. Das ist so fucking retard. Vor allem, das sind ja Erwachsene, ich bin ja nur so ein 10-jähriger Pimpf oder was auch immer. Weißt du? Und der denkt sich so, oh, du hast mich besiegt. Ich kann dich leider nicht mehr davon abhalten, diesen Knopf zu drücken.
So. Ich hab fertig. Ich hab irgendwie das Gefühl, als ob gleich ein Event kommt, wo mich irgendjemand anspricht, den ich kenne. So. Entweder Mr. Reed oder Lucia oder der Doktor oder hier Bell. Bell. Ich dachte, du musst jetzt zum Krater. Zum Mondkrater. Ja. Oh Gott, wo ist denn der nochmal? Wie kommen wir da nochmal hin? Also. Fliegen. Du gehst jetzt genau dahin. Hier? Ja. Und dann bewegst du dich von der Höhle aus runter. Soll ich erstmal gucken, ob der Stromausfall weg ist? Nee, du musst erst. Ich guck trotzdem erstmal, ob der Stromausfall weg ist. Ah, nee, ist halt. Ja, hast recht. Hast recht. Ich erinnere mich daran, dass ich da auf der, da wo der Stromausfall ist, Plaudergar mit meinem Dialogar mal besiegt habe. Ich erinnere mich. So. Hier und dann. Warte, ist hier nicht nochmal was drin? Nicht, dass ich wüsste. Eine glänzende Sphäre. Ja, stimmt, die kann man. Das ist ja hier, bla bla bla. Das spezielle Item für die Algauden Park hier oder so, ne? Mhm. So, wo muss ich lang? Hier, ne? Ja. Und da und dann hochkraxeln oder was? Nee, in die Höhle rein. Warte, ich muss aber erstmal hochkraxeln und gucken, was da ist. Was haben wir denn? Psychokinese, guck mal, hat sich doch gelohnt. Weißt du, was echt toll wäre, wenn das Spiel nicht immer fragen würde und möchte das ganz bestimmt machen? Ganz sicher. So, ich glaube, jetzt da, wo du Läuterung machen musstest. Da, wo ich auflocke, ne? Ja. Ja. Da weiß ich mehr so genau. Da musst du, glaube ich, surfen. Hört sich richtig an. Ist lang her. Goddammit. Oh! Hallo! Hallo, ja. Bro. Überball. Oh, Lugia. Eisflug. Guck mal, das passt mehr als der wirkliche Typ. Eisflug. Oder Wasserflug. Was ist der eigentliche Typ? Psycho, ne? Psychoflug oder so, ne? Ja. Fand Lugia sieht mal aus wie ein Wasser-Pokémon. Und Eisflug passt auch gut. Ja, du bist, The Fossil. So richtig platt. Du bist der Vogel, du bist der Vogel. Holy shit, Tony. What happened? What? Tony! Was passiert da? Ich sehe Krümel auf meinem Mikro. Achso, ja. Oh, natürlich. Jemand hat geheiratet und muss jetzt hier herumfahren, wie verrückt. Oh, Togekiss. Auch ein cooles Pokémon. Lichtleben. Ja, aber nee, mal ernsthaft. Wieso muss jeder fucking Depp hupen, wenn er eine fucking Braut im Kleid sieht? What the fuck, really? Ey, kennst du das nicht? Wenn jemand geheiratet hat, fährt man ja ab ja, nach Hause. Ja, ich weiß schon. Und das ist mir diese Woche halt schon zweimal passiert, dass ich das höre. Oh wow. Oh, Lantuan! Boah, das erinnert mich an Harmony. Wie einfach die Protagonistin einfach Tuan heißt. Und das Beste ist halt, mein Vater heißt Tuan. What the fuck? Ey, ja? Interessant. Habe ich noch einen Schutz, bitte? Ich glaube nicht, ne? Wenn, dann habe ich noch. Oh doch, ich habe einen Top-Schutz. Wupp. Okay, hier ist nichts. Ich meine, ich musste irgendwo Kraxler einsetzen, wo es voll schwer zu sehen ist, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß nicht. Es könnte auch sein, dass du, wo du reingegangen bist, auch runtergehen musst. Das ist nicht hoch. Also da geht's ja in die Stadt. Vielleicht kann ich ja hier irgendwo noch kraxeln. Lass mal gucken. Hier ist nur dieses Item gewesen, ne? Ja. Ja. Okay.
Ja, geh einfach zum Anfang zurück. Dann geh einfach runter anstatt hoch. Oh, und Celebi. Nice. Was hat der denn im Sonia oder was? Quetschgriff. Beute. Ein Pokéball. Easy. Käfer-Pokémon. So, passt auch gut zu Celebi. Das wird der gute alte Kopfsalat. Kopf. Kopf, Kopf. So, Kopf. Salat. Bäm. Kopfsalat wurde in Box 1 abgelegt. Hey, Kopfsalat. Okay, hier ist echt nichts. Ich liebe diesen Ruf von Magnezone. Das hört sich so komisch an. Nee, da war nichts. Oh, ein Item, ein Fluchtseil. Cool. Oh, da war jemand von Galaktik. Hört sich also richtig an. Ja. Wieso? Hallo. Hallo? Ah ja, runter. Dodo. Dodo. God damn it. Ah. Ja. Dann war es nicht von oben, sondern von unten rein. Von hier. Nee. Von der Map aus, von unten rein. Ich glaube, ich kriege ja schon den. Danke. Ne, hast recht, echt von unten. Goddammit. Ich möchte noch das Item da oben. Steinpolitur. Für die extra Verteidigung. Oh, oh. Hippopotas. Ich weiß, warum sieht so scheiße aus. Normal. War nicht hier auch nochmal, wo ich wo hochkraxeln konnte? Ne, schade. Okay. So, wo soll ich denn hinfliegen, um unten rein von unten zu kommen? Zeig mal her. Hier, ne? Toni, was machst du schon mit deinem Mikro? Das hört sich nicht gesund an, du. Aber warte mal, wir können noch mal kurz ins. In den Wettkampf. Ja, klar, in den Wettkampf, ja. Geil. Ich wollte ins Pokémon Center. Und zu gucken, wie denn unser Kopfsalat ist und unser. Was ja. Bericht. So. Der Vogel hat gute Verteidigungswerte, aber scheiß Angriff. Farbwechsel. Ja, klar, Sorgensamen. Formeo verändert seine Form abhängig vom Wetter. Das ist nicht Formio. Sieht zwar ähnlich aus, aber ist nicht Formio. Hat auch nicht so gute Angriffswerte und möchte Angriff haben. Auch Sorgensamen. Klar, wahrscheinlich. Es hat aber Lichtkanone. Warum geben wir nicht einfach jedem Pokémon Sorgensamen? Wieso geben wir nicht jedem Pokémon Flammenkörper? Ja, ich wollte gerade sagen, weil jedes Pokémon hat ja auch schon Flammenkörper. So. So, springt der Dollar weg. Bis gleich. Knackrack haben wir schon. Omot ist hässlich. Ich vermisse die neuen Editionen. Wo du einfach zur Route hinfliegen konntest.